Hallo Amphops, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluewigs. Ich bin der Klaus. Und ich bin der Marco. Hi. So, und wir machen heute mal wieder ein FAQ-Video. Wir haben ja zwei Formate inzwischen, FAQ. Ne? Wir haben einmal das Live-FAQ, was ich eine sehr schöne Sache finde, wo wir direkt auf eure Fragen antworten, die ihr in dem Live-Chat stellt. Finde ich eine tolle Sache. Aber wir möchten auch dieses Format, wo ihr ja vorher den Aufruf bekommen habt, stellt eure Fragen, ja, und wo dann alle anderen auch diese Fragen mit voten können, damit wir wissen, was euch am meisten interessiert. Auch dieses Format finde ich eine gute Sache. Es ist ein bisschen strukturierter, ja. Und die Fragen, die dort kommen, da wissen wir natürlich dann einfach noch besser, dass das ist, was euch interessiert. Von daher glaube ich, ist das eine gute Sache, diese beiden Formate auch weiterhin nebeneinander existieren zu lassen. So, und das heißt, heute ist mal wieder das FAQ dran, wo ihr vorher eure Fragen gepostet habt unter dem Aufrufvideo von vor einer Woche. Dann genau. Würde ich sagen, Marco, legen wir auch direkt mal los. Ne? Legen wir direkt mal los. Ein Thema, das viele Leute beschäftigt hat, sowohl was die Daumen hoch angeht, als auch die unterschiedlichen Fragen, die alle so das gleiche Themengebiet umfassen. Beispielsweise von Rude Mood Dude Hamburg. Rude Mood Dude, das ist mal ein Name für YouTube. Von der Rabenfrau von Brigadier. Ist die letzte Charge der Blaustein aus Gobrickstein? Werden jetzt mehr Set von Bluebricks mit Gobricksteinen kommen? Werden die Erweiterungen aus Gobricks ist ein wichtiges Thema anscheinend. Gut, also dazu mal ganz klar erstmal zu Beginn. Wir haben nie irgendein Statement dazu gegeben, von wem unsere Steine stammen oder ob wir irgendwo überhaupt Gobricks verwenden oder nicht Gobricks verwenden. Und solch ein Statement wird es von uns auch nicht geben. Für uns ist relevant, dass die Qualität der Steine gut ist. Für uns ist weniger relevant, aus welcher Fabrik die kommen oder von welcher Firma die kommen. Ja, da gibt es ganz viele Spielarten. Da können auch Sachen aus einer gleichen Fabrik kommen und von einer anderen Firma kommen, etc. etc. Ein komplexes Thema, aber auch ein Thema, was dann tatsächlich, und das nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Unternehmen, zu den Betriebsgeheimnissen gehört. Das heißt also an der Stelle ganz klar, keine Aussage von uns, von wo unsere Steine nun gerade kommen oder nicht kommen oder in Zukunft kommen. No answer an dieser Stelle. Okay. Aber wichtig ist, und das ist wirklich das Wichtigste, dass die Qualität passt, und offensichtlich passt euch die Qualität an der Stelle ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Genau. Wie lange bleiben eure Sets auf dem Markt, fragt Mischkas. Von anderen Herstellern kennt man, dass diese nach 2 Jahren verschwinden. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Es gibt 2, 3 Faktoren, die dazu relevant sind. Der erste Faktor ist natürlich, wollt ihr die immer noch haben? Ja? Wenn wir irgendwo sehen, da ist ein Set, das ist uns vielleicht nicht so gut gelungen oder so, oder das Thema ist einfach nicht so interessant und irgendwann gehen die Verkaufszahlen runter, dann produzieren wir das nicht nach. Das ist ganz klar. Tendenziell ist es so, dass die Bluebricks Specials sicher eher nachproduziert werden und länger im Sortiment bleiben werden als die Bluebricks Pro, weil Bluebricks Pro, ne, die mit gedrucktem Karton und gedruckter Anleitung und so, da muss man halt schon größere Stückzahlen machen als bei den Bluebricks Specials, wo wir das auch mit sehr kleinen Stückzahlen machen können. Ja, das heißt, wenn man sagt, okay, die Menge, ja, das kann ich mal noch mal wieder verkaufen, dann können wir das bei Bluebricks Special machen. Bei Bluebricks Pro kriegen wir dann aber eine kleinere Menge nicht. Aber es gibt jetzt nicht so irgendwie ein Verfallsdatum oder so. Ja, wenn das was Cooles ist und ihr das auch in 5 Jahren noch haben wollt, dann machen wir das auch in 5 Jahren noch gerne für euch. Eine Ausnahme gibt es, das ist im Bereich der Lizenzthemen. Diese Lizenzverträge sind oftmals zeitlich befristet und dann fällt halt irgendwann der Hammer und dann gibt es die dann halt nicht mehr. Das bei den Lizenzthemen ist das in der Tendenz so. Hm. Ja. Wird sich die Verfügbarkeit von Burg Blaustein, Erweiterungen und allem anderen in Zukunft verbessern oder müssen wir weiterhin mit zurzeit vergriffen rechnen? Gibt es Bemühungen, die Verfügbarkeit zu verbessern? Es gibt nicht nur Bemühungen, es gab schon jede Menge Bemühungen und die Verfügbarkeit
unserer Sets ist massivst besser geworden. Ne? Und jeder, der uns hier bei Bluebricks schon seit 3-4 Jahren verfolgt, wird das bestätigen können. Unsere Lieferfähigkeit ist immer besser. Und ja, da gibt es immer auch an der einen oder anderen Stelle dann nochmal was nicht lieferbar ist. Entweder wie bei der einen Erweiterung Blaustein halt, die relativ schnell wieder weg gewesen ist. Aber das ist nie ganz auszuschließen. Das ist nicht unsere Zielstellung. Aber ja, da arbeiten wir dran, uns dem Idealzustand immer weiter anzunähern. Was es immer geben wird, das ist, dass halt einfach ältere Sets mal über einen gewissen Zeitraum nicht verfügbar sind. Das wird es immer geben. Das werden wir auch nicht ändern, weil aus den eben schon erwähnten Themen, ja, wir müssen es nachproduzieren, da muss auch eine gewisse Nachfrage dann da sein, sonst macht das keinen Sinn. Und dann lassen wir solche Artikel durchaus auch bewusst erstmal auf Hold und gucken, ob da wieder genug Nachfrage da ist, ob wieder genug von euch so ein Set haben wollen, bis wir es mal auflegen. Das heißt ja auch für euch, wenn ein Artikel vergriffen ist und ihr ihn aber total gut findet, nutzt diesen Verfügbarkeits-Mail. Das stimmt. Das ist an der Stelle eine ganz wichtige, danke Marco, eine ganz wichtige Information für uns, wo wir eben sehen, ja, macht Sinn, das jetzt nochmal zu machen, aber wir warten mal noch. Ja, und natürlich, die Frage bezieht sich nicht direkt darauf, aber ob wir einen Fremdmarkenartikel, der vergriffen ist, wiederbekommen, hängt doch davon ab, ob die andere Marke ihn noch produziert. Genau, das liegt dann gar nicht mal in unserer Einflusssphäre. Und bei den Fremdmarken, das ist allerdings tatsächlich so, da ist es bei den allermeisten so, das sind One-Shots, die werden einmal produziert und ganz viele dieser Hersteller legen die Artikel nicht nochmal auf. Ja, gibt es Ausnahmen wie Wangi, aber oft ist es halt tatsächlich so. Richtig. Katzenkraftwerk.de fragt, gut, da muss ich mal eine Frage daraus formulieren, das ist kein vollständiger Satz. Was ist die Strategie hinter Bluebricks? Wohin soll die große Reise mal gehen? Hui. Naja, dahin, wo sie jetzt auch geht. Also unsere Zielstellung ist es nach wie vor, das ist von Anfang an so gewesen, das ist auch bisher nach wie vor so, dass wir einfach tolle Sets für Erwachsene oder gerne auch junge Erwachsene und Jugendliche machen. Unsere Zielstellung ist nicht jetzt hier das, was Lego macht, die Kinderzimmer der Welt zu versorgen. Das wollen wir nicht. Wir haben einen anderen Anspruch. Ich sage nicht einen höheren oder niedrigeren, aber einen anderen Anspruch. Unsere Sets dürfen und werden auch langfristig sicher ein bisschen komplizierter und schwieriger zu bauen sein, als das eben beim Marktführer im Spielzeugbereich so der Fall ist. Wir lassen uns da auch immer mal neue Themen einfallen. Wir wollen also schon die Auswahl, die Anzahl der Themen und so erweitern, dass da einfach für noch mehr Menschen was Interessantes dabei ist. Da probieren wir auch immer mal Sachen aus. Und dann gibt es Sachen, naja, die richtig gut bei euch ankommen. Und dann gibt es auch mal Sachen, die nicht so gut bei euch ankommen. Und je nachdem, wie diese Response von euch ist, verstärken wir das dann. Aber Zielstellung ist und bleibt ganz klar dieses, ich sag mal so, für Freaks, ja, so einfach Themen, die einen begeistern und so. Das ist unsere Zielstellung. Das bedeutet auch, dass wir wollen auch gar nicht so groß werden wie Lego, dann macht das, glaube ich, auch alles keinen Spaß mehr. Sondern wir wollen das auch weiterhin, auch wenn wir größer werden, ja, mit ein bisschen Spaß bei der Sache machen und dann einfach schicke Sets für euch und für uns machen. Ja. Und ab und zu schmuggle ich beim Klaus auch so ein Thema ein, das mich besonders fasziniert, beispielsweise die neue Piratenserie. Ein ganz tolles Thema. Und die wird dann auch, weil du sagtest, hauptsächlich für Erwachsene, die ist auch zum Bespielen ausgelegt. Und die ist ausgelegt, dass sie stabil genug ist, dass da auch ein Kind mitspielen kann. Die ist im Endeffekt so, wie ich sie mir, als ich ein Kind war, gewünscht hätte. Ich hatte ja auch Piratensets, aber die hätten noch so ein bisschen größer, noch so ein bisschen verspielter sein können und glaub, jetzt kann der Marco sich hier seine Träume erfüllen. Ist das nicht wunderbar? Und vielleicht den Traum von dem einen oder anderen von euch da draußen auch noch. Genau. Grumpyton fragt, wie sieht es mit weiteren Lizenzen aus? Sind schon konkrete Sachen in Planung? Er nennt hier als Beispiel Stargate. Da sind wir dran. Da arbeite ich dran. Das ist an Lizenzen? An Lizenzen, also noch nicht an konkreten Themen, aber weitere interessante Lizenzen zu bekommen. Ich habe euch am Anfang mal erzählt mit Star Trek, das hat lange gedauert. Das war ein Prozess von über einem Jahr, anderthalb Jahre.
von so der ersten Anfrage, bis wir dann sagen konnten, ja, wir haben die Lizenz. Und von da dauert es dann ja noch mal fast ein Jahr, bis dann die ersten Testsets tatsächlich da sind. Das ist einfach eine enorme Zeitspanne. Aber ja, definitiv, es gibt eine ganze Reihe attraktiver Lizenzen noch und ich arbeite kontinuierlich daran und versuche kontinuierlich da noch was zu bekommen. Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir euch da konkrete Ergebnisse zeigen können, aber das ist ganz klar Zielstellung, in dem Bereich mehr zu machen. Ja, und es wird ja auch mehr von den Lizenzen geben, also mehr Sets zu den Lizenzen geben, die wir schon haben. Auf jeden Fall. Das ist jetzt meine Schuld, Klaus, tut mir leid. 100 Leute interessieren sich für deine Schuhgröße. Das war mein Fehler. Mir fiel bei dem Aufrufvideo einfach nichts anderes ein. Ich dachte sofort an deine Hemden, aber das hatten wir ja schon. Und anstatt eine sinnvolle Beispielfrage zu stellen, habe ich gemeint, falls ihr wissen wollt, was Klaus stellt, das hätte mir in dem Moment klar sein müssen, dass da jetzt 100 Leute als Scherz, es ist ein Scherz, aber genau. Ich bin brav, ich stelle sie trotzdem. Keine Antwort. Und das ist jetzt eine Abmahnung, ich weiß es nicht. Aber zu Steinelieferanten und Schuhgrößen gibt es keine Antwort. Okay, verstehe ich. Wann wird die Saalbauerweiterung der Burg Blaustein im Video vorgestellt, fragt Marvin Astor. Habt ihr die schon aufgebaut? Na, das weißt du doch viel besser als ich, Marco. Ja, ich meine, die Saalbauerweiterung wird vorgestellt, wenn die Saalbauerweiterung hier angekommen ist. Das ergibt Sinn. Wann sie genau ankommt, weiß ich nicht. Aber aufgebaut, wir haben sie zweimal aufgebaut. Wir haben sie als Prototyp mit einigen falschen Farben noch aufgebaut. Wir haben sie mittlerweile auch in den richtigen Farben aufgebaut. Und das könnte ja fast bedeuten, dass es auf dem Weg ist. Mit den richtigen Farben, das heißt, das ist ein Produktionsmuster? Das ist ein Produktionsmuster zur Kontrolle. So, und dann sind es höchstens 2 Monate. Ne? Produktion, dann Verschiffung, reden wir über 2 Monate höchstens, vielleicht auch etwas weniger. Gut, wenn bei den Logistikketten was schief läuft. Also es wird kein halbes Jahr mehr dauern. So viel kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ja, und Wir zeigen euch die jetzt aber vor der Ankunft nochmal irgendwie. Wir wollen ja wieder Preview-Videos drehen. Oh ja, kommen einige. Ja, kommen einige. In den Tagen und Wochen. Und wir haben super viel in der Pipeline. Also in Bund haben wir die Hürde-Erweiterung ja auch schon aufgebaut. Die könnte sein, dass ihr die auch bald mal hier in diesem Kanal seht. Sicher sogar. Sehr sicher. Nächste Frage. Scan7 fragt, welche Faktoren bestimmen, ob ihr etwas als Bluebricks Special oder Bluebricks Pro herausbringt? Reichstagsgebäude versus Kölner Dom. Das ist schlicht und einfach die Stückzahl für ein Bluebricks Pro Set, also mit gedruckter Anleitung und bedrucktem Karton. Da braucht man eine entsprechend höhere Stückzahl als bei einem Bluebricks Special. Die Bluebricks Specials werden ja bei uns in unserer eigenen Konfektionierung von Hand gepackt. Und wenn wir jetzt für irgendein Thema eine große Nachfrage sehen, dann geht das tendenziell Richtung Bluebricks Pro. Und wenn wir sie als nicht so groß sehen, dann geht das tendenziell in Richtung Bluebricks Special. Da kann es mal Ausnahmen von geben, aber das ist so die Pi mal Daumen-Regel. So was kann sich auch mal verändern. Wir haben es zum Beispiel bei dem Fischerboot, glaube ich. Ja. Das Fischerboot, das ist gestartet als Bluebricks Special. Und dann haben wir gesehen, dass euch das außerordentlich gut gefällt. Dann mussten wir nachproduzieren. Und dann haben wir festgestellt, oh, das können wir doch mal gleich so machen, dass das ein schönes Bluebricks Pro wird. Das hängt auch so ein bisschen mit der Zielgruppe zum Beispiel zusammen. Wenn das zum Beispiel ein Set ist, was in unseren Stores gut funktioniert, da ist es natürlich dann auch nochmal schöner, wenn man so einen bunten Karton hat. Das brauchen wir jetzt im Versand, brauchen wir diesen großen Karton nicht. Das heißt also, je spezieller, es geht nicht nur über die Stückzahl, sondern auch je spezieller ein Set ist, ein Thema ist, je mehr es, ich sag mal, so in Richtung Freaks geht, je wahrscheinlicher ist es auch, dass es dann ein Bluebricks Special wird und kein Bluebricks Pro. Wir haben bei dem Bluebricks Pro bei der Verpackung übrigens auch ein schickes neues Design. Das können wir ja auch mal einblenden an der Stelle. Das alte Fischerboot-Kartonage sieht super aus, finde ich. Und am Inhalt des Sets ändert sich dadurch natürlich nichts. Also es ist einfach nur, es liegt eine bedruckte Anleitung bei, es ist genau. Ein schicker Karton drumherum. Richtig. Es gibt Bauschritte, aber die hatten wir bei dem alten Fischerboot ja auch in der ersten Special-Charge, glaube ich. So, Bricky Road fragt,
Könnt ihr auf eurer Homepage eure Designer kurz vorstellen? Vorname, Herkunftsland, Alter, ein paar Worte, wie er zum Designen gekommen ist. Also teilweise machen wir das ja schon mal. Mit Martin hatten wir ja nicht erst einmal in Videos. Nicht jeder Designer möchte das. Bei dem Marco zum Beispiel, also nicht dem Marco, sondern unserem Design-Marco, ist es dann schon wieder etwas schwieriger. Der sitzt in Italien oder beim Adrian ist es noch schwieriger. Der sitzt in Neuseeland. Ja. Aber dort, wo sich das anbietet, machen wir das gerne. Und auch die Kollegen, die hier in Flörsheim ja mit in den Design- und Entwicklungsprozess involviert sind, was weiß ich, der Niklas oder auch die anderen Kollegen dort, die sitzen ja auch immer mal mit vor der Kamera, wer halt möchte und nicht jeder möchte. Also. Ihr schreibt noch, warum der italienische Marco immer Flaschen in seinen Sets herumstehen hat. Ich glaube, wenn ich Designer wäre, würde ich auch irgendwo so einen kleinen Gag, eine kleine Visitenkarte in jedem Set hinterlassen, einfach weil es schön ist. Bei den mittelalterlichen Sets kamen wir dann aber drauf, Moment, Glasflaschen, Mittelalter, bäuerliches das Haus, passt nicht so. Ne? Da ist es dann ein Krug geworden. Ja, ein Jürgen fragt, wie kommt es, dass die Burg Blaustein nach wenigen Tagen wieder ausverkauft ist? Zu defensive Planung, überraschend großer Ansturm. Wann kommt die Bergfrieder weit? Wann kommt was wieder in den Verkauf? Das wird immer gefragt. Wir machen hier eine Einschätzung. Wir machen eine Einschätzung, der Marco und ich gemeinsam. Was denken wir, wie viel wir von einem Set, welches auch immer, benötigen, da orientieren wir uns mit an den Vormerkungen, die ihr im Vorfeld schon gemacht habt. Da rechnen wir noch ein bisschen was drauf. Das ist das, was wir bestellen. Und von diesem Zeitpunkt der Bestellung bis zur Lieferung dauert das dann einige Monate, auch ein halbes Jahr. Und dann kann sich einfach die Situation schon wieder anders darstellen. Dann wissen wir schon 3 Monate, bevor das Set hier ankommt, dass das nicht reichen wird, aber wir können in dem Moment einfach nicht mehr so schnell reagieren. Das liegt in der Natur der Sache. Wir werden dort besser. Wir sind auch in der Vergangenheit deutlich besser geworden, weil wir einfach immer mehr Erfahrungswerte dort gesammelt haben. Und ich bin sehr sicher, wir werden da in Zukunft auch noch besser werden, was nicht ausschließt, dass es immer mal wieder vorkommen kann, dass irgendetwas dann doch zu knapp wird. Ja, und ich habe das bei Burg Blaustein durchaus verfolgt. Und die war über eine Woche lang verfügbar. Oh, eine Woche. Naja, also ich meine, schon besser. Das ist jetzt, nicht so, als würden wir Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, ich komme um 5 nach Hause und sie ist schon wieder weg. Das hatte jeder. Hatten wir auch mal. Hatten wir auch. Aber es hatte jeder, der eine Vormerkungsmail bekommen hat, hatte die Chance, das die Gelegenheit, es zu bestellen. Und das ist doch schon mal. Ja. Ihr seht, ja, wir nähern uns dem Stück dahin. Für Stück an. Ja. Genau. Und die Burg Blaustein ist aber halt auch ein Extremfall. Richtig. Also ein Extremfall, das sind 0, irgendwas Prozent unseres Sortiments, bei dem das, der Leuchtturm des Astronomen, Scooter 007, fragt, wir hatten mal angedeutet, dass daraus eine Serie mit mehreren Gebäudenelementen entstehen wird. Könnt ihr uns bitte einen Vorgeschmack geben und ein paar Renderings der weiteren Teile zeigen? Na, ich denke, Marco, da wird es sowieso bald ein Video zu geben zu dem Leuchtturm selber. Ne? Der kommt bald an, da wird es ein Produktvideo geben. So, und ich denke, dann zeigen wir vielleicht auch einfach mal, was wir uns da noch so vorstellen können. Das sollten wir in dem Video dann mal machen. Also falls es dazu bereits Renderings gibt, kenne ich sie noch nicht, aber ich habe eine Idee von der Geschichte. Und richtig, ganz genau. Also Renderings gibt es meines Wissens nach noch nicht. Aber so die Grobplanung, wohin sich das entwickeln soll, da denke ich, werden wir schon was von zeigen können. Scan 7, könnt ihr etwas über eure neue Rubik Special Piratenserie erzählen? Hintergründe, Idee, Entstehungsprozess, Zukunft der Serie? Unbedingt. Und da würde ich sagen, Marco, das machst du dann demnächst mal in Kürze in einem Extra-Video, weil das ist so ein geniales Thema und das ist ja auch nicht nur ein Set, das ist wirklich eine ganze Themenwelt. Finde ich absolut faszinierend, hat sich auch in die Konzeption, wie er eben schon erwähnt hat, der Marco stark mit reingefieselt. Und von daher denke ich, da machen wir tatsächlich mal ein extra Video dazu, weil das ist wirklich eine absolut coole Geschichte. Wir wollen eine ganze Reihe von Preview-Videos jetzt drehen und eines davon wird sich nur um die Piratenserie drehen. Es gibt nämlich hier schon einige aufgebaute Prototypen. Wir haben auch super viel in der Pipeline. Wir haben unser Design-Team nochmal deutlich aufgestockt und die haben in den letzten Monaten richtig viel
Output generiert. Und das wollen wir euch natürlich auch mal zeigen. Da sind wir ja stolz drauf. Und da könnt ihr euch dann auch schon mal freuen. Und da könnt ihr eben auch eure Vormerkungen hinterlassen, damit wir dann mal wissen, wie viel wir bestellen müssen, damit das nicht dann nach einer Woche wieder weg ist. Oder ob, damit wir sehen, ob die Menge, die wir bestellt haben, bereits zu wenig ist und wir vielleicht schnell noch nachsteuern oder so. Genau. Ein Martin fragt, Kobi produziert in Europa. Was würde es bedeuten, wenn ihr zumindest eure Specials hier machen lassen wolltet? Dass wir nicht liefern könnten. Also ganz einfach. Kobi ist selber schon mega ausgelastet. Die haben, das ist zwar jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich da war, waren sie gerade dabei, eine Fabrikerweiterung zu bauen. Die, für die reicht ihre eigene Kapazität selber nicht mehr für sie selber. Andere nennenswerte Produktionen in Europa für Noppensteine gibt es nicht. Also wir hätten schon mal A, die Möglichkeit überhaupt nicht. Und wenn, dann wäre davon auszugehen, dass das auch relevant teurer wäre. Die Kobi-Sachen sind schon auch preislich noch mal ein bisschen höher als das, was wir in der Regel so haben. Ne? Ja, ja. Also realistischerweise, nö, geht nicht, muss man ganz klar sagen. Geht also aus meiner Sicht heute nicht möglich. Ja. Daniel fragt, ob man in Zukunft die bedruckten Teile aus der Star Trek-Serie auch als Partpacks kaufen kann. Die Computermonitore, die Star Trek, Starfleet-Embleme und so. Ganz einfach, ja. Hat ja auch mit der Lizenz zu tun. Igi 202, Thema Anleitungen. Warum werden eure Bluepix Specials Anleitungen, die ja online PDF sind, so selten überarbeitet, obwohl gewisse Fehler und Verbesserungen bekannt sein dürften, zum Beispiel Mutterschiff? Warum werden vom Bluepix Pro Sets die Anleitungen nicht online gestellt, besonders von Sets, die es nicht mehr zu kaufen gibt, zum Beispiel dem Messeturm? Also, das mit den Anleitungen bei den Bluebricks Pro Sets, das wurde, ich glaube, in dem Live-FAQ war das sogar, wurde das schon mal angesprochen. Das haben wir auf der To-Do-List. Wird noch ein bisschen dauern, aber das haben wir auf der To-Do-List. Das ist eine gute Idee, dem wir auch gerne nachkommen. Was die Überarbeitung der anderen Anleitungen anbelangt, ist das durchaus auch was, was auf der To-Do-List ist. Zumindest dann, wenn es keine Implikationen auf die verwendeten Teile hat. Wenn es eine Implikation auf die verwendeten Teile hat, dann wird es gleich wieder schwierig, weil dann muss man eben auch schauen, dann kannst du auch nicht einfach die Anleitung austauschen, weil dann passt das zu denen, die das Set schon haben, wieder nicht dazu und so. An der Stelle ist es gleich wieder etwas komplexer. Aber auch die Überarbeitung von Anleitungen, wenn sich an den verwendeten Teilen nichts ändert, ist etwas, was wir auf der To-Do-List haben. Wir sind aber hier in der Entwicklung momentan absolut Oberkante, wie eben schon mal angesprochen. Wir haben unser Designteam deutlich erweitert und alles, was die Designer vorne an super tollen Designs machen, das muss eben dann auch hier in Flörsheim von unserem Entwicklungsteam nochmal weiter bearbeitet und verarbeitet werden, bis ein Set draus werden kann. Und da haben wir momentan aufgrund des tollen Outputs unserer ganzen Designer, wie gesagt, absolut Oberkante, sodass dann andere Sachen leider immer wieder nach hinten fallen. Es ist aber etwas, was weiter auf der To-Do-List ist. Wir wollen das natürlich schon so gut machen, wie es geht. Ich weiß auch, das ist jetzt nur meine Nachbarabteilung, ich weiß aber auch, dass gewisse Anleitungen mehrfach überarbeitet wurden und da neue Versionen hochgeladen wurden bei komplexen Sets, Blaustein oder so. Und, ja, aber es sind eben noch nicht alle, wo wir theoretisch was verbessern könnten. Hier oder da punktuell passiert ist, aber leider nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Joshua fragt, unter welchen Bedingungen könnt ihr euch eine Bluebricks-Produktion in Europa vorstellen? Na gut, das hatten wir jetzt ja quasi schon. Ja, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn jetzt hier ein Lieferant in Europa ankommen würde und sagen, hey, wir können euch beliefern, dann würde ich mir das angucken, würde gucken, wie die Qualität und die Preise sind und ob das zusammenpasst. Und dann würde ich es auch gerne in Europa kaufen. Aber ich habe jetzt auch nichts gegen China, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir letztlich relativ egal. Und keine Präferenzen. Und eine eigene Steineproduktion aufzubauen in Europa? No way. Nein, also das sind Dimensionen. Da bezahlst du alleine für einzelne Spritzmaschine ein paar hunderttausend Euro und in den Fabriken stehen dann 30, 40, 50, 80 solcher Spritzmaschinen. Das kannst du knicken. Da sind wir nicht ansatzweise in der Lage zu, gar nichts, wo wir auch nur ansatzweise drüber nachdenken müssten.
Nasiniho fragt, wie es mit Achterbahnen aussieht, ob wir diese Schienen produzieren können. Das wäre mega. Also Achterbahnen oder mehr Kugelbahnen, das finde ich schon ein interessantes Thema. Ja. Würde ich gerne mal machen. Natürlich nicht in gleicher Form, wie es das schon irgendwo anders gibt. Aber gerade so Kugelbahn und dann so ein, ach, wie hieß das denn? Gab es früher mal ein Computerspiel, Marvel Madness hieß das, glaube ich. Da konnte man so, virtuell am Computer verschiedene Teile zusammenbauen, dass dann die kullern und dann fallen die und fahren irgendwo einen Fahrstuhl hoch und was weiß ich, sowas fände ich schon eine ziemlich coole Sache, würde ich gerne machen. Na, steht auch auf meiner eigenen To-Do-List, aber leider auch noch ziemlich weit hinten, weil es eine komplexe Geschichte, aber fände ich schon ziemlich cool. Moldking fängt jetzt aber an, wohl mit einer Serie von solchen Kugelbahnen, Great Ball Conceptions und mit Technik drin, lizenzierte Mocks. Finde ich eine gute Sache. Das erste Set sah schon genial aus, haben wir bestellt, wenn mehr kommen, bestellen wir die auch. Wollten wir selber auch schon mal machen, ist aber aufgrund der Technikteile, die man dafür braucht, auch in einer sehr guten Qualität, damit das alles gut funktioniert und so. Erstmal zurückgestellt worden. Dann fragt Michael, ob auch die Bluebricks Pro Sets mal im Angebot sein werden oder ob die immer auf dem regulären Preis bleiben. Nach Möglichkeit sind die nicht im Angebot zu kriegen. Sorry, also ganz ehrlich, also man reduziert ja nichts, weil man jetzt sagt, oh Mensch, das war heute so ein toller Tag und jetzt machen wir mal die Preise alle günstiger. Noch zumal ja gerade im Moment leider die Preisrichtung dummerweise in die andere Richtung geht, sondern reduziert wird dann, das ist hier bei uns nicht anders als in allen anderen Firmen, wenn man irgendwo sagt, boah, da waren wir vielleicht doch ein bisschen zu euphorisch mit unserer Mengeneinschätzung und jetzt brauchen wir hier mal den Platz im Lager, dann wird etwas reduziert. Wir versuchen das, wie jeder andere ordentliche Unternehmer, versuchen wir das zu vermeiden. Das, also es ist definitiv nicht unsere Absicht, so etwas im Preis zu reduzieren. Und wenn ich das vorher wüsste, dass wir es müssen, dann würde ich gar nicht erst so viel kaufen. Also von daher, das kann mal irgendwo passieren. Das weiß ich aber heute nicht, wo es ganz sicher nicht passiert ist bei den Bluebrick Specials. Weil wie gesagt, da die Stückzahlen sowieso immer schon relativ gering sind, dass uns das dann nicht passieren wird. Mhm. The Dark Lord fragt, ob bei Star Trek auch Sets aus der Archer-Ära, zum Beispiel die Enterprise NX-01 oder die Phoenix von Cochrane, kommen? Den einen oder anderen Wunsch werden wir ihm erfüllen können, ohne jetzt näher darauf einzugehen, welchen genau. Aber da ist schon noch einiges in der Pipeline. Und sobald die Sachen dann auch die erste Abnahme vom Lizenzgeber haben, werden wir euch das auch zeigen können. Die zweite Frage von Jürgen geht in die gleiche Richtung. Wann wird es zur Auslieferung der zweiten Welle circa kommen und was dürfen wir uns für die dritte Welle erwarten? Zweite Welle sollte hier aufschlagen irgendwo in den nächsten 2 Monaten. Ich denke auch dann tatsächlich so ziemlich alles aus der zweiten Welle. Und die dritte Welle hoffen wir noch vor Weihnachten hier zu haben. Das heißt also, dieses Jahr sollte es noch 2 Wellen geben. Und was wir für die dritte Welle erwarten dürfen, werden wir dann Preview-Videos haben. Ganz genau. So wie zur zweiten Welle ist die auch gab. Ja. Das dauert aber noch einen Moment. El Fabrizio fragt, ob es irgendwann Gebäude im Minifigurenmaß geben wird, die aus der Zeit des Römischen Reichs entstammen. Antike Häuser mit Säulen, Langhäuser mit Ställen, Lagerung, Wohneinheit, Tempel. Aquädukte, kleine Arenen, Trainingslager. Also quasi eine Piratenserie zum Alten. Aquädukt im Minifigurenmarkt. Also finde ich ein interessantes Thema, kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten auch mal, das ist schon lange her, hatten wir von einem Lieferanten, der hatte lauter Helme und Waffen von den Römern und so, fand ich sehr interessant. Ist durchaus ein Thema, was ich mir mal vorstellen kann, auch wenn es momentan jetzt nicht konkret in der Planung ist. Ja. Alp fragt, ob Sie mal ein Set entwerfen dürfen und wir es dann als Set umsetzen. Man könnte einen Wettbewerb draus machen. Wettbewerb, auch was auf der To-Do-List ist. Wir hatten ja das ist inzwischen auch bei 2 Jahre her, wenn nicht sogar länger als 2 Jahre, hatten wir sowas ja schon mal gemacht. Kann ich mir gut vorstellen, das auch mal wieder zu machen.
Wir haben einfach noch super viel vor. Wir schaffen einfach nicht alles und wir können immer nur eine Sache nach anderen machen. Wir sind auch dabei, uns hier personell weiter zu verstärken, damit wir einfach noch mal ein bisschen mehr Schlagkraft entwickeln. Bauwettbewerb kann ich mir vorstellen. Darf ich mal ein Set bauen und ihr realisiert das dann? Sets dürft ihr immer gerne bauen. Ob wir es dann realisieren, ist etwas komplexer. Es hängt mit ganz vielen Dingen zusammen, so wie ich mir das vor Jahren mal gedacht habe, oh, es gibt so viele tolle Mocs und da mache ich jetzt überall Sets draus und das wird super. Dann muss man ganz klar sagen, es ist massiv schwieriger. Zum einen, ein Set ohne Anleitung bringt uns mal gar nichts. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel mal eine E-Mail kriegen von jemandem, ich habe das in das Set gemacht und habt ihr da ein Interesse dran, dann ist meine erste Frage immer mal, wie sieht es denn aus mit der Anleitung? Da fallen dann eigentlich mal schon so 80% gleich wieder raus, weil sie sagen, ja nee, ich habe das ja so gebaut aus den Steinen, was ich wunderbar finde, also bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Finde ich toll, wenn man aus Steinen eigene Sachen baut und wenn man das kann, finde ich super. Ja, aber zum Set gehört eben immer auch die Anleitung und die kommt bei uns von den Designern. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Teile und der verwendeten Teile. Es gab mal so eine wunderschöne Serie an Mocs von Formel-1-Fahrzeugen. Eins davon hatte Xingbao realisiert, auch in Kooperation mit dem Designer nach meinem Kenntnisstand. Und der hat noch ein paar mehr gemacht. Ich war dann mit ihm in Kontakt und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Können wir deine anderen Mocs da als Set realisieren? Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass das nicht geht, weil der hat alle möglichen Räder verwendet, die es irgendwie von Lego vor 20 oder 30 Jahren oder so mal gegeben hat. Und diese Teile kriegt man heute einfach überhaupt nicht, sodass wir letztlich deshalb diese Sets nicht umsetzen konnten. Das heißt also, da kommen schon eine Menge Dinge zusammen, um dann letztlich tatsächlich aus einem, also ein Mock ist kein Set. Also auf die einfache Formel muss man es leider bringen. Ein Mock ist kein Set, sondern da ist schon noch ein ganzes Stück Weg dazwischen. Es gibt auch Mocks, die funktionieren digital und physisch dann nicht mehr. Es gibt wunderschöne Bilder von Feuerwehrfahrzeugen. Auf Instagram und so weiter, Feuerwehrfahrzeuge aus Noppenstein sehen genial aus, wirklich traumhaft, absolut Sahne. Ich hatte mit dem Designer Kontakt und der sagt, die Dinger kann man gar nicht bauen. Ja, da hängen Steine in der Luft und überschneiden sich und was weiß ich nicht alles. Der macht das, um diese schönen Bilder zu erzeugen. Das ist toll, das sieht genial aus, hat der ein oder andere von euch bestimmt auch schon mal gesehen im Internet. Aber es ist völlig unmöglich, das zu bauen. Es so, wie es dort als Bild zu sehen ist, tatsächlich zu bauen. Das geht einfach nicht, ist nicht möglich. Das sagt ja auch Martin, dass wenn er etwas entwirft, ein Architekturset, erst hat er es und dann schwebt das. Und aber von dem Stand hinzukommen zu, es lässt sich physisch bauen, das ist alles miteinander verbunden, es gibt keine Kollision mehr, das ist nochmal ein gutes Stück Arbeit. Es ist leider tatsächlich alles etwas schwieriger, als ich mir das am Anfang gedacht habe. Aber wir machen es trotzdem und das ist toll. Ja, wird es weitere das schwarze Auge-Sets geben, fragen vier Helden und ein Schelm. Ja. 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 Designauftrag ist raus. Ein Christoph fragt, habt ihr geplant, im Rahmen der Star Trek-Reihe Brickheads der einzelnen Charaktere oder Rassen zu entwickeln, also so Bubbleheads mit so großen Köpfen? Kann ich im Moment nichts zu sagen. Nils fragt, ob es Brücken, Maschinenräume und ähnliches von Star Trek-Schiffen geben könnte. Ja, kann ich im Moment nichts zu sagen, ne? Sorry. Labarei fragt, zieht ihr komplett nach Rüsselsheim mit Lager oder nur die Büros? Nein. Also, in der Rüsselsheimer Innenstadt die Lagerfläche. Ja, nein, das ist noch ein wichtiger Punkt. Also, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben unser Designteam deutlich erweitert und auch ansonsten sind wir dabei, hier das Team kontinuierlich zu erweitern. Wir hatten letztens in einem Video, wo ich auch den Andreas, meinen neuen Geschäftsführerkollegen, der mir viel, viel Arbeit abnimmt, der hat da schon einen Aufruf gemacht, dass er jemanden sucht, der uns so ein bisschen dabei hilft, die Büros dort richtig schick zu machen. Ist noch nicht ganz sicher, dass es Rüsselsheim wird, aber ist sehr wahrscheinlich. Das wären tolle Büros. Eine Minute zur S-Bahn-Haltestelle. Er hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wohl auch jetzt eine Studentin gefunden, die in dem Bereich
richtig gut ist und so, naja, so ein bisschen unkonventionell auch, um das schön einzurichten. Und es wird so aussehen, dass ein Großteil, nicht alles, aber ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen aus den Büros dann nach Rüsselsheim gehen. Und in den Büros, die wir hier in Flörsheim an unserem Lager haben, da wird sich dann das Bluebricks-Entwicklerteam noch weiter ausbreiten können. Wenn wir das nochmal verstärken können und können die noch mehr Sets hier rumstehen haben und bauen und. Und das Lager, das bleibt sowieso hier. Das macht weder Sinn, noch ist es nötig, damit irgendwo anders hinzugehen. Und dieses Noppenstein-Studio hier, das bleibt auch hier. Und der Einkauf, der auch Wareneingangskontrolle macht, der beim Lager sein muss. Also der Marco. Bleibt auch hier. Also ich gehöre zu den Leuten, die hier in Flörsheim bleiben. Genau. So die Planung. So ist die Planung. Ja, Thomas fragt, wird es von Bluebricks irgendwann auch Minifiguren geben? Die Displays sehen so leer aus. Ja, das würde ich mir wünschen. Und auch da arbeiten wir dran. Und das wird noch dauern, aber nicht, weil es auf unserer To-Do-List so weit hinten ist, sondern weil da einfach eine ganze Menge rechtlicher Themen zu berücksichtigen sind. Aber ja, wir möchten definitiv eine Minifigur haben, sei es eine eigene oder eine andere, die rechtssicher ist und die wir verwenden dürfen. Da arbeiten wir dran. Das werden wir auch irgendwann hinkriegen, da bin ich absolut sicher. Wie die dann genau aussehen wird, das weiß ich selber heute leider noch nicht. Die genoppte Fliese ist quasi eine Plate. Na egal, fragt, dass bei den Containerpreisen die chinesischen Originalverpackungen oft teuer sind, weil die halt sehr groß sind. Ob unsere Abnahmemengen groß genug sind, um kleinere EU-Kartons zu bestellen? Also die Sets anders. Naja, also bei den Bluebricks Specials machen wir das ja. Und bei den Bluebricks Pro oder auch bei Drittmarken ist es einfach so, dass diese Verpackungen technische Gründe haben. Es ist jetzt nicht so, dass die so verpacken, weil sie sagen, oh, wir machen jetzt mal einen riesen Karton und jede Menge Luft, dann sieht das nach viel mehr aus. Das ist nicht der Grund. Sondern der Grund ist, dass diese Innenkartons, ihr kennt das, die da reingeschoben werden, das sind die Kartons, in denen das praktisch auf dem Band läuft und wo dann die einzelnen Tüten reinkommen. Das wusste ich beispielsweise nicht. Interessant. Ja. Und in diesem Karton wird das praktisch konfektioniert und dann wird der Karton in den Umkarton geschoben. Das ist also nicht irgendwie Willkür oder wir machen das jetzt mal groß, damit es nach viel aussieht, sondern das hat durchaus technische Gründe. Es mag sein, und da bin ich nicht tief genug drin, dass man letztlich auch das noch technisch anders lösen könnte. Es ist theoretisch auch möglich, dass man das in China zusammengefaltet bestellt, ist aber dann letztlich wieder ein zusätzlicher Aufwand. Und da muss man dann schon gucken, was ist letztlich günstiger, der Transport oder der zusätzliche Aufwand, der sich aus dieser anderen Verpackung ergibt. Also es wird dann dort praktisch wieder ausgepackt und gestaucht ist nicht das richtige Wort. Die Verpackungen werden gefaltet praktisch und dann hat man eine Palette mit Verpackung und x Paletten mit den Steinen und dann wird das hier in Deutschland oder Europa oder in welchem Zielland auch immer dann wieder in richtige Kartons verwandelt. Das ist ein aufwendiger Prozess, wenn die Containerpreise, also ich sag mal, bei normalen Containerpreisen macht das keinen Sinn. Ja, und ich will ja doch mal sehr, sehr, sehr hoffen, dass sich auch die Containerpreise mal wieder normalisieren. Das wäre schön, ja. So, eine machen wir noch, Marco, und dann denke ich... Eine. Willst du eine zu Star Trek oder eine zu Prototypen haben? Ja, komm, dann mach zwei. Ja, zwei. Zwei haben wir hier nur noch. Chris White fragt, ist die Star Trek-Reihe was, das uns voraussichtlich die kommenden Jahre begleiten wird, oder ist sie erstmal nur auf drei Wellen ausgelegt? Es wird mehr als drei Wellen geben. Der Lizenzvertrag ist zeitlich befristet. Ob der darüber hinaus dann nochmal verlängert wird, das weiß ich heute noch nicht. Aber es wird mehr als drei Wellen geben und es wird auch mehr als vier Wellen geben. Und wie weit wir dann genau gehen, das werden wir dann mal sehen. Das weiß ich heute selber noch nicht so ganz genau. Und zum Schluss fragt noch der Frank, warum sind unsere Prototypen immer so furchtbar bunt? Das würde ihn wirklich mal interessieren.
Du liest die Frage nicht richtig vor. Okay. Die war nämlich viel böser. Okay. Ich kann mir da nur schwer vorstellen, wie das Set später mal aussehen soll. Bekommen die Designer nur eine Sammelramschkiste aus den Teilen, die unter der Sortieranlage zusammengekehrt werden? Wer hat das geschrieben? Frank, den Nachnamen, ich lese dir keinen Nachnamen vor. Oder wollt ihr den Frank. Prototyp, den Prototyp den Dänen verkaufen, denen es dann aber dann nicht bunt genug ist? Spaß beiseite, das würde mich wirklich mal interessieren. Frank, so arbeiten wir nicht, dass hier irgendwie unter den Maschinen Schrott zusammengefegt wird, um ganz deutlich zu sagen. Nein, das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du jeden Stein in jeder Farbe irgendwo in einem Lager hast, um da vielleicht mal ein Prototyp draus zu bauen, dann brauchst du riesige Lager, riesige Bestände. Das haben wir nicht, das haben auch unsere chinesischen Lieferanten nicht. Also in den Entwicklungsabteilungen bei unseren Lieferanten, wo ja dann auch aus physischen Steinen gebaut wird, die haben im Prinzip jeden Stein nur einmal dort liegen. Also jede Form nur einmal dort liegen. Meistens machen sie das dann in Grau oder Weiß. Ja, und die zum Beispiel bei Sembo, die ganzen Prototypen bei Sembo sind grau-weiß. Ja, und wir haben ein eigenes kleines Musterlager praktisch in China, wo jede Steinform mal einmal drin ist, in der Farbe, wie sie halt gerade verfügbar ist. Und da geht es uns auch bei diesem Prototypenbau eben nicht um die Farbe und wie das hinterher aussieht oder so, sondern da geht es uns wirklich um die Kontrolle der Technik. Funktioniert die Bauweise so? Stimmt das mit der Anleitung? Ist die Teileanzahl letztlich in dieser Liste, die wir dort im Computer haben, aufgrund der auch diese Teile dann zusammengestellt werden, ist die richtig oder fehlt da noch was oder ist da irgendwo ein falsches Teil mit reingerutscht und so weiter? Das hat eine technische Funktion, diese Prototypen, und da ist die Farbe schlicht und einfach nicht entscheidend. Das ist der Grund. Und ich finde, diese Prototypen, gerade die besonders Funks im Bau, die haben auch so einen eigenen Charme. Ich finde, für mich sind das kleine Kunstwerke. Auf jeden Fall sind es Unikate. Ja. Die gibt es jeweils wirklich nur einmal und nicht mal ein zweites Mal. So ist es. Ja, dann sind wir durch. Ich habe das sortiert nach der Anzahl quasi der Likes. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Und darum, wie eingangs schon erwähnt, diese beiden Formate zusammen. Dieses Live-FAQ mit einer hohen Dynamik, ne? Ja. Das finde ich schön. Also dieser direkte Feedback finde ich eine tolle Sache, macht viel Spaß. Aber auch das hier finde ich schön, weil die Relevanz der Fragen, das ist schon richtig gut hier, ne? Mhm. Durch das Voting von euch, wo ihr dann den einzelnen Kommentaren halt einen Daumen hoch gibt oder was das ist, ne? Da sieht man schon sehr deutlich, da kommen schon gute Fragen zusammen, wo es dann so richtig ans Eingemachte geht und Butter bei den Fische gemacht werden muss. Ne? Finde ich gut, freut mich sehr. Schönes Format. Demnächst stehen neben natürlich unseren Videos, wo wir neue Sets für euch zeigen, stehen einige Videos an, wirklich nochmal so, was in Entwicklung ist. Es ist super viel in Entwicklung. Das sind super viele tolle Sachen in Entwicklung. Also das kann ich euch versprechen. Dieses Jahr, das wird noch richtig geil. Ich bin sicher, nein, definitiv, wir haben noch nie so viele Neuheiten bei Bluebricks gehabt, wie wir das dieses Jahr haben werden. Das wird einfach nur genial, das wird geil. In allen Themenbereichen richtig tolle Sachen. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Freue ich mich auch drauf. Ich darf dann nämlich ganz viele coole Videos zusammen mit den Kollegen zu diesen Sets drehen. Und loslegen wollen wir mit einer ganzen Serie von Preview-Videos. Kommen in den nächsten 2-3 Wochen. Ja? Also, bis dahin, das war's für heute aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr und euch viel Spaß beim Bauen. Bis demnächst. Euer Klaus. Und euer Marco. Tschüss. Ciao.